Fall im Weihnachtswald. Max kuschelte sich in die warme Bettdecke, seinen Teddybären fest im Arm. Er freute sich auf Weihnachten, wenn das Christkind kommt, kommt oder der Weihnachtsmann. Äh, Weihnachtsmann? Christkind? Na, egal, ob Christkind oder Weihnachtsmann, aber treffen würde er die beiden schon gerne einmal, dachte Max. Und fast hatte er das Gefühl, als wäre er eingeschlafen. Auf einmal roch es ganz sonderbar in seinem Kinderzimmer nach Heu und Stall. Ein kühler Wind wehte und er hörte ein seltsames Schnaufen. Max öffnete verschlafen die Augen und schrie aus voller Kehle Ah! Direkt vor seiner Nase war eine feuchte Schnauze. Warmer Atem. Riesige Glubschaugen und ein breites Geweih. Er richtete sich langsam auf und schob die Schnauze des Rentieres beiseite. Da stand doch tatsächlich ein Schlitten voller Päckchen in seinem Zimmer. Ein alter Mann mit Mantel, Mütze und Bart saß darauf. Und neben ihm ein Wesen mit zarten Engelsflügeln. Träumte er oder waren das wirklich der weihnachtsmann und das christkind der alte mann rief ho 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 komm max steig auf wir könnten etwas hilfe gebrauchen das christkind kicherte über max erstauntes gesicht hast du nicht nach uns gerufen nach euch der weihnachtsmann zog max schwuppdiwupp die wupp zwischen sich und das christkind auf den schlitten deckte ihn mit einer warmen decke zu und Hui! Sirrte der Schlitten hoch in den kalten Nachthimmel. Volle Kraft voraus zischte der Schlitten über Baumwipfel hinweg. Zwischen den Bäumen hindurch, rechts herum, links herum, hoch und runter. Wenn die Kufen den Boden berührten, sprühten Funken durch die Nacht. Zwei gewischten über Max Kopf. Der Weihnachtsmann freute sich und lachte über die rasante Fahrt. Aber nach einer steilen Kurve schlug der Schlitten auf dem Boden auf. Es krachte und Erde wirbelte hoch. Der Schlitten schleuderte hin und her, Geschenke flogen durch die Luft, dann blieben sie stehen. Christkind, Max und der Weihnachtsmann schauten sich um. Im Wald herrschte das absolute Chaos. Geschenke hingen an Bäumen und Büschen. Der Boden war mit Geschenkbändern übersät, Pakete und Päckchen lagen überall herum. Manche waren aufgegangen und bunte Spielsachen bedeckten den Waldboden. Oh weh, das gibt Ärger! Der Weihnachtsmann kratzte sich ratlos am Kopf. Ui, 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 sagte auch das Christkind. Und jetzt? Übermorgen war Weihnachten. Und alle Geschenke sollten rechtzeitig bei den Kindern sein. Es blieb den Dreien also nichts anderes übrig, als alle Geschenke einzusammeln und wieder auf den Schlitten zu packen. Das war ziemlich mühsam. Was machen wir denn mit den Sachen, die kaputt sind? Bekommen manche Kinder nicht zu Weihnachten? Doch, natürlich. Der Weihnachtsmann richtete sich keuchend auf, ein zertrümmertes Polizeiauto in der Hand. Du wirst schon sehen, alles wird gut. Das Christkind flatterte auf einen Baum, um eine Puppe zu holen, die dort hängen geblieben war. Na, das meiste kann man noch verwenden. Aber zur Not habe ich ja immer eine ganze Menge Ersatzgeschenke dabei. Der Weihnachtsmann hat ja immer Blödsinn im Kopf und rast herum. Da mussten die drei lachen, denn die Schlittenfahrt war ziemlich wild gewesen. Plötzlich wurde Max von einem grellen Licht geblendet. Er öffnete die Augen. Es war taghell. Und Mama stand vor seinem Bett. Mama, wo sind denn der Weihnachtsmann? Und wir sind doch noch gar nicht fertig mit. Jetzt war Max wirklich ein bisschen verwirrt. Hatte er das Abenteuer im Wald nur geträumt? Guten Morgen, sagte Mama gut gelaunt. Nur noch einmal schlafen und dann ist Weihnachten. Du, Mama. Max krabbelte aus seinem Bett und sah vorsichtshalber noch einmal in seinem Zimmer umher. Keine Spur mehr vom Weihnachtsmann und Christkind. Dafür fiel ihm etwas anderes ein. Mama, weißt du eigentlich, warum, ich man warum es manchmal Geschenke gibt, die man sich gar nicht gewünscht hat? Nein, das weiß ich wirklich nicht, sagte Mama. Also, das ist so, begann Max. Wenn Weihnachtsmann und Christkind zusammen mit dem Schlitten die Geschenke verteilen, dann kann es schon mal passieren, dass sie unterwegs einen Unfall bauen. Einige Geschenke gehen dabei verloren oder in die Brüche. Oder sie werden beim Einsammeln vertauscht. Und dann hat das Christkind immer einige Ersatzgeschenke dabei. Aber das sind dann oft nicht die richtigen, verstehst du? Weihnachtsmann, Christkind. Unfall. Ersatzgeschenke. Mama verstand überhaupt nichts mehr. Und Max erzählte, was er heute Nacht geträumt hatte. Tja, und so fängt die Geschichte wieder von vorne an.